Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man Dry. Genau, denn ich habe wieder zwei neue kommen. Also, ja, stellt euch vor. Ja. Oh Gott, geil. Ja, alphabetisch. Ja, hier. Ich bin der Alex, Plattmann 85. Ihr kennt mich vielleicht aus der ersten Session von diesem Let's Play. Und den anderen. Hallo, ich bin der. Achso, ja. Der anderen Vogel kennt ihr auch, wollte ich sagen. Ja, hallo, ich bin der Dave Dern TV. Ihr kennt mich vielleicht aus der zweiten Session dieses Let's Plays. Ja. Und jetzt sind wir alle drei zusammen in der dritten Session. Alle drei, das ist geil. Und Jule ist aufgeregt. Ja! Das ist süß. Die ist Angst. Oh Gott. Die hat Angst, weil sie noch nie mit uns zusammen aufgenommen hat. Sie ist Angst. Sie ist Rick Angst. Hat es auch schon über sich gebracht. Ich meine, gut, liegt jetzt noch hier mit Hörschaden im Krankenhaus, aber. Ja. Alles kann man halt nicht haben. Muss auch Abstriche machen. Genau. Ja. Genau. Okay. Ja. So, jetzt sag mal, ja, was ist denn jetzt hier Sache? Ja, also wir sind ja jetzt hier bei Mega Man 3. Achso. Okay. Und wir haben jetzt schon die normalen Great 8 besiegt. Und jetzt hat sich Gamma dazwischen gedingst und das sind jetzt diese vier noch außen drumrum. Ja. So. Und Gamma ist irgendwie so ein Roboter, der sich mit alten Great Aids vermischt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Airman dabei aus dem zweiten Teil. Die anderen weiß ich nicht mehr. Ich kann mich eigentlich nur noch an Airman erinnern. Ich verstehe nur Bahnhof, ehrlich gesagt, ja, aber das klingt interessant. Ich hab das schon begriffen, ja. Doch. Ja, ja, doch, doch, ja. Also ich dachte, er ist hier Great Aids, das klingt irgendwie ganz komisch, aber... Great Aids. Das große Aids, ja. Gemini Man sehe ich wieder. Und den Shadow Man, den kennen wir noch aus der letzten Session, genau. Mhm. Wen sollen wir denn zuerst machen? Shadow Man. Shadow Man. Das wird ein schweres Level. Ich glaube, das wird einfacher, wenn ich da drüber rutsche. Gleite, wolltest du erst sagen, oder? Ja. Gleiten. Ah, das macht schon jetzt schon wieder so viel Spaß, ey. Nein. Doch. Kannst du da nicht einfach springen? Ja, dann kommst du ja oben in die Zacken. Kann man denn... Aber das ist doch springsensitiv. Das heißt, ja. Je fester du die Taste drückst, desto höher springt er ja. Aber ich hab das Angst, heißt, wenn du die nur ganz leicht drückst, dann... Das war zu leicht. Ja, ich kann da kein Zwischending machen. Entweder ist aber schon eine Wissenschaft. Ist ja schon. Einfach nur so pupsig oder halt... richtig durch. Ich finde das immer noch faszinierend, wie diese Passwörter hier da so in diesem komischen Excel-Tabellen-Gedöns-Pünktelspiel da angebracht sind. Sind tatsächlich ein bisschen komplizierter gemacht. Ja. Hat aber was. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Labor wieder, weißt du, diese Flüssigkeiten in so einem Behältnis da. Ups. Jolle. Ah, du bist durch. Ach, da sind wir die Pokébälle, die da rumlaufen. Ja. Stimmt, von Pokémon die Teile. Ja, die halt, stimmt. Mhm. Jetzt, wo du das sagst, richtig. Siehst du, ne? Mich erinnern diese Behälter da so ein bisschen an Resident Evil mit so einer Flüssigkeit da drin. Da müsste doch so ein Tyrant drin rumschweben. Ja, stimmt. Ich musste gerade an den ersten Resident Evil Film denken, ehrlich gesagt, in dem Hive, wo so auch diese komischen, ich habe die mal Kühlschränke genannt. Da kommen die Licker ja raus zum Schluss, oder einer zumindest. Genau. Oh, einer. So hier, guck mal, Strom. Strom aus Blut. Aus Blut. NRW-Boy 18, ahoi. Geil. Ey. Oh, ey, vor allem, Leute, ich muss echt mal was sagen wieder. Ich hab euch echt lieb. Ja, ich sag dich auch, ey. Ja, weil, und ich bin auch besonders gut drauf heute, weil erstens höre ich euch wieder und können wir mit euch quatschen, das ist immer sehr schön. Ja. Und ich durfte heute meine Unikurse wählen und es hat einigermaßen gut geklappt. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Nee, aber das kriege ich sowieso nie, weil die Server scheiße sind, aber... die wichtigsten. Ich hab ein bisschen was bekommen, was ich halt wollte, ich bin zufrieden. Das ist doch schön, das freut mich doch. Ja. Was hast du denn jetzt schon wieder? Freut dich das nicht, oder wie? Das ist Abgrund. Das ist Abgrund. Dass ich meine Unikurse kriege, ist ein Abgrund. Also. Ich bin irgendwie zu kurz. Der sich aber auch nicht da festhalten kann, hör mal. Nee. Von vorne wieder. Der ist voll unfähig. Echt mal. Was kann der überhaupt, der Penner? Außer mit den Armen abgespreizt wie so ein Spider-Man. Der war cool. Das war gerade wieder so, hey, ich rede mit dir. Kann man da unten links, ist da vielleicht irgendwie so ein Geheimnis? Gibt es da Geheimnis in dem Spiel? Okay, dann nicht. Das war eindeutig. Das war nur eine Idee. Nein. Also in den Mega Man, also in den normalen Mega Man Teilen gibt es eigentlich, glaube ich, überhaupt keine Geheimnisse. Was sind denn die abnormalen? Ich wollte gerade sagen, was sind die abnormalen? Mega Man X Teile für den Super Nintendo. Ach, die, ja gut, die sind ja nicht so dein Fall, das stimmt. Ja.
Aber ich hab die. Sind die denn so anders? Ich kenne ja nichts davon. Also ich mag, mir gefällt die Grafik davon nicht. Okay. Strom. Ich mag's nicht. Ja, schön. Kennst du das auch, Julle? Nee. Das musst du dir mal anhören. Weil der NRW-Boy kann eigentlich sehr, sehr gut Englisch. Ja, aber total auch, gut. Aber gut, obwohl das ja gar nichts mit Englisch zu tun hat in dem Fall. Aber trotzdem, da kann, nee, da kann er nicht mal Deutsch aussprechen. Strom steht aus Strom. Blut. Strom aus Blut. Aber das ist aber auch scheiße. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, du musst bei dem allerersten anscheinend schon sehr, sehr spät abspringen, um da überhaupt rechtzeitig ranzukommen. Es ist echt, was ist denn, wenn du da rechts hergehst? Ist das vielleicht einfacher? Dann kommst du an die gleiche Stelle unten runter. Ja, ja. Ich meine im Zweifel links. Vor allem, was ist, ich bin mal gespannt, weil ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was ich heute auch hier, da kann ich die Jule mal ein bisschen da ablenken. Ja, das Bubble. Das machst. Ich habe nämlich heute gelesen, ja, am 7.3., also diesen Samstag in Paderborn, ist der Daniel Veit. Und der hält da einen Let's Play-Vortrag. Ich hoffe, dass ich da hin kann. Ey, das wäre cool. Ja, richtig geil. Ja. Dann grüß den mal lieb. Cool. Ja. Der ist auch ein Let's Player. Ich weiß nicht, ob vielleicht hast du den Namen schon mal gehört von dem Kanal GameTube. Ja, das der fällt ja öfter bei euch. Genau, nur ganz, ganz einfach selten. Weil er auch einfach super ist, ne? Ja, ist so. Und Daniel ist mein Liebling von den vier. Genau, das sind vier Let's Player und die arbeiten alle als Redakteure und so weiter bei der GameStar-Zeitschrift und machen halt in der Freizeit so Let's Plays. Und der Daniel Veit ist echt ein sehr netter Kerl. Der hat schon mal einen Gefallen für mich getan, was sehr nett von ihm war. Und der ist einfach super. Der hat eine sehr angenehme Stimme. Mhm. Die sind alle einfach geil. Der hat so eine typische Märchen-Onkel-Stimme, finde ich. Ja, total. Und wenn ich den mal da, ich meine, ich habe zwei von den vieren habe ich schon mal getroffen. Wenn ich jetzt den Daniel auch noch treffe, wäre natürlich auch cool. Ja. Und den würde ich auch gerne mal treffen. Ja. Weißt du, was wäre ja richtig geil gewesen, wenn du bei mir bist im April und das wäre dann gewesen. Ja, das wäre richtig Hammer gewesen. Boah, ey, das wäre Hammer gewesen. Es sieht übrigens gut aus, dass ich Paderborn-Karten kriege, kann ich schon mal sagen. Oh, okay. Hm. Oh. Aber steht immer noch kein Termin fest, ne? Nicht so wirklich, nee. Aber die Karten gibt's anscheinend doch schon. Also ein Kumpel von mir guckt gerade bei der Ticketbörse, der kennt sich da gut aus und kriegt wohl welche für mich. Er sagt mir Bescheid. Ja. Und sonst, Jule, wie ist es? Läuft gerade nicht so gut. Da ist ein Strom. Strom aus Blut. Und, gut. Ja, da war ja, da komme ich ja eh mal. Sowieso wie Hades das sagt. Hades. Oh, Hades. Gut. Gib endlich auf, Hades. Oh, Hades. Oh, das könnte wieder knapp werden. Ah, das war einfach so schön. Und ja! Super! Nein! Ja! Ja, der Wichser da oben! Das ist geil! Hey, ich dachte, dass es einen Checkpoint an der Stelle gab. Schade. Schade. War sich wahrscheinlich noch am Überlegen, hat sich das Spiel aber dann gedacht, nö. Ach nö, heute mal nicht. Ey, Julle, hör mal. Ich hab auch noch was anderes für dich. Was denn? Ich hab ja mit deinem Göttergatten aufgenommen gestern, wa? Was? Ich hab ja gestern mit deinem Göttergatten was aufgenommen. Das ist jetzt seit vorhin hochgeladen, hör mal. Ja, das hab ich gerade in der Gruppe gelesen. Ah, du bist super. Wollen wir uns das nachher noch angucken, Dave? Das dauert aber anderthalb Stunden, ne? Dann gucken wir uns das heute nicht mehr an, Dave. Doch, wir können gerne einen Teil davon gucken. Nee, wir wollen nachher ein bisschen Keeling noch gucken. Ach so. Ein bisschen. Ja, gerne. Der Rick hat da auch Bock drauf, sagt er. Ja, gerne. Keeling geht immer. Jo. Ja, sehr gut, sehr gut. Lass. Mein Daumen hing auf der Taste fest. Das ist ärgerlich. Ja, den Spruch kennst du gut. Ne? Was? Dave hat irgendwas gesagt. Ja, das hat er bei mir im Let's Play auch schon mal gesagt, glaube ich. Ja, das war so ein kleiner Insider. Ja, das ist ärgerlich. So, ich habe mich total aufgeregt und er so ganz trocken. Irgendwie ist Dave gerade ganz leise. Ja, Dave ist ein bisschen leiser geworden. Ich weiß nicht, was leise? Ich habe aber nichts gemacht. Ja, jetzt wird er lauter wieder. Vielleicht reguliert Skype das irgendwie. Skype ist scheiße. Oh. Ja. Ich hätte mich auch selber aufnehmen können, aber das wolltest du ja nicht. Du nimmst dich doch gerade selber auf. Doch, ich nehme mich doch selber auf. Ich laber scheiße. Ich war gerade so ein bisschen geschockt. Ich kriege auch gerade Schock. Wieso nimmst du dich jetzt nicht auf? Dave ist noch so überglücklich, dass er seine Kurse bekommen hat. Ja, bin ich echt. Das war echt mal ganze scheiß Nervenkitzel. Apropos Kurse, Julle. Ja? Kannst du jetzt schon perfekt Spanisch?
Ja, natürlich. Ja? Erzähl mal, nein. Was kannst du denn? Ich kann sagen, wie ich heiße und wo ich herkomme. Oh, weißt du, was erzähl wir da mal. Jetzt mal machen? Was? Ja, genau. Ja. Was? Erzähl mal. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ist gerade schlecht, warte. So, jetzt kann ich nachdenken. Wie war das nochmal? Me llamo Julia. Soy de Alemania. Und das andere sage ich jetzt nicht. Mein Nachnamen hätte ich auch schon fast gesagt, weil ich das gestern bestimmt 5000 Mal gesagt habe. Okay. Nee, aber ist soweit richtig. Du kannst auch sagen Yo me llamo, das kommt aufs Gleiche raus. Aber das Yo kannst du eigentlich weglassen als das Ich. Weil das ist ja in dem Llamo mit dem O schon drin. Ja, genau. Ja, so ein bisschen kann ich ja auch noch. Aber weißt du, was wir machen? Das ist am 14., ne? Obwohl, da kannst ja nicht, da bist ja nicht dabei beim Stream, ne? Schade. Da bist ja beim Dönes. Ja. So Glück kann immer mal. Oder erst bei mir. Oder erst bei dir. Aber sonst hätte ich nämlich Streams gesagt, immer nicht sehen. Bist du denn am 13., bist du da auch schon eher bei ihm und du bei ihr und so? weil da streamt ja der Alex am 13.3. Es ist der Freitag, ne? Genau. Ja, ja. Freitag bin ich schon beim Dennis. Und ich stream ja am 14. am Samstag. Und weil die Kimi ist ja auch wieder dabei. Die ist ja gebürtige Spanierin. Und hältst du dich ja mit der mal ein bisschen unterhalten. Ja, perfekt. Ja. Bestimmt. Fließend. Vor allem, weil ich auch schon so viel schreiben kann, ne? Aber die kann dir, ohne Scheiß, also wenn du mal irgendwie Probleme hast, die kann dir sicherlich helfen. Also da könnte ich was arrangieren. Ich könnte da zumindest schon mal schreiben, hola Kimi. Das krieg ich doch hin. Ja, hola, qué tal, genau. Ja. Und dann sagst du muy bien. Mhm. Como ist da? Das Kater von Resident Evil. Das rufen sie auch mal. Como ist da? Como ist da? Natürlich. Man kennt ja die Post. Ja, es ist wahrscheinlich. Geh weg. Wie so gefährliche Igel. Wie soll ich da denn hinkommen? Ich glaube einfach einen weiten Sprung. Oder den Hund. Ja, wahrscheinlich. Man kennt ja die ohne Scheiß, ne? In jedem Video, wo wir beiden was aufnehmen oder auch alleine, wo dieses Wort ja wahrscheinlich vorkommt, genau. Ohne Flachs, jedes Mal sagen wir diesen Satz dabei mittlerweile. Ich habe heute, hab heute den neuesten Part bei Dave geguckt von Obscure und da kam dann auch so ganz nebenbei, er hat das gar nicht lustig gemeint, aber er hat nur wahrscheinlich gesagt. Und auf einmal hängt er so hinten dran, ja, man kennt ja die Post. Und hat dann ganz normal weitergeredet. Das war schon total im Unterbewusstsein anscheinend so mitgeredet. So geil. So geil. Oh Mann, ey. Ja, du hast ganz neue Sprüche, hast du uns beschert. Ja. Das war doch nicht so ein Wortschatz erweitert. Nee. Ja, das, lass es einfach so. Akzeptier es einfach so. Ja. Das ist so gut, dass ich hier meine ganze Kacke hier verballern. Oh, ein Energietank. Wie kommt man denn da hin? So wie ich gerade doch an das Leben gekommen bin. Hast du mal wieder nicht aufgepasst? Doch, natürlich, aber das ist doch ein sehr, sehr komischer Abstand da, oder? Ach so. Cool. Ich finde das gerade nicht so gut, dass ich hier alles verbrauchen muss. Seit wann kann der Hund denn fliegen? Seitdem er auch unter Wasser rumdüsen kann. Das habt ihr alles in der Session mit dem Dave wahrscheinlich hinbekommen. Ja. Ja. Konnte ich ja gar nicht wissen. Wir sind jetzt schon beim Boss. Geil! Wow. Wow. Ich bin gespannt, was der jetzt macht. So, was habe ich denn? Ich habe einen Energietank und zwei Leben. Das ist doch nicht verkehrt. Dann würde ich erstmal mit dem Energietank warten, bis du ihn erstmal kennst. Da ist er, Mann, der Wichser. Ich darf das. Was wäre München ohne ohne die Wiesen? Genau. Ich glaube, du musst da drüber springen, Julle. Ist das so? Entschuldigung, aber jetzt musst du mal eben raus. Is it that way? Ja. Ja, ja nun. Ist die Standardwaffe denn am besten? Von vorne? Nee, das ist ja immer das Geile. Du musst ja immer ein bisschen gucken, dass du den richtigen Modus quasi findest, ne, für jeden Endgegner. Ich finde das gerade ziemlich heftig, dass es keinen Checkpoint hier in dem Level gibt. Ja. Ich will heim.
Du bist doch zu Hause. Der coole Sprunghund. Ja, ja, aber... Das reicht ihm nicht. Also wir sind alle zu Hause. Alex, Alex, jetzt werden wir mal wieder philosophisch. Heimat ist nicht unbedingt der Ort, in dem du lebst. Heimat kann auch einfach tief im Herzen sein. Das stimmt.